weil es das Finale ist, also sagen wir mal, es wäre ein Film und es wäre der erste, zweite und dritte Akt, dann hebt man sich natürlich für den dritten Akt das große Finale, die großen Gefühle und den Showdown auf. Es ist soweit. Christian Alwards Serienphänomen Slöborn steht vor dem großen Finale. Und im Vorfeld zur nun anstehenden dritten und letzten Staffel habe ich nochmals Cast und Crew zu exklusiven Interviews getroffen. Erfahre nun, welche Gedanken sie zur Serie haben, erlebe viele Anekdoten von den Dreharbeiten und finde heraus, warum die dritte Staffel möglicherweise die beste der gesamten Serie ist. Tauche jetzt in dieses zweiteilige XXL-Special zu Slöborn 3 ein und mach dich bereit für die 6 abschließenden Episoden. Weiter geht's im großen Slöborn-Special. Und auch wenn die dritte Staffel leider die letzte sein wird, hat es zumindest auch ein Gutes. Denn in einer Zeit, in der viele Serien vor lauter Überangebot es vermehrt deutlich schwerer haben, grünes Licht für weitere Staffeln zu erhalten, ist es besonders bemerkenswert, dass Christian Alwart hier die Gelegenheit erhielt, seine gesamte Slöborn-Geschichte über mehrere Staffeln hinweg zu erzählen und zu einem runden und abgeschlossenen Finale hinzusteuern. Eine Erfahrung, die ihm zuvor bei seiner Netflix-Serie Dogs of Berlin verwehrt blieb. Ja, nicht nur Ideen. Bei Dogs of Berlin haben wir ja die nächsten Bücher schon alle geschrieben gehabt. Das muss man ja, damit man den Rhythmus hält, in dem der Zuschauer erwartet, dass es weitergeht. Muss man ja, braucht man ja ein Jahr, um zu schreiben, ein Jahr, um zu drehen und es fertig zu machen. Dann soll es ja wieder kommen. Das heißt, man schreibt eigentlich schon immer parallel. Und dadurch ist man natürlich dann auch schon sehr am Gestalten und sehr aufgeregt und begeistert von dem, was man da so machen möchte. Und es war tatsächlich ein ganz großer Traum, der jetzt in Erfüllung gegangen ist, damit, dass ich mit Slöborn eine große Geschichte zu ihrem Ende führen konnte. Also es war wirklich, bin ganz, ganz glücklich. Ich glaube, es ist auch, das hat ja jetzt noch keiner gesehen, außer mein engster Kreis, aber ich glaube, es ist auch für alle Fans von Slöborn ein absolut befriedigendes Ende, ein Finale geworden. Alle Fragen werden geklärt, alle Figuren zu ihrem Ende gebracht. Es wird nichts irgendwie, fällt nichts hinten runter oder wird irgendwie außer Acht gelassen. Von daher war es ja, ich bin ein bisschen melancholisch natürlich auch, weil wir jetzt 4 Jahre als Familie miteinander verbracht haben. Die Schauspieler, die Autoren, die Produzenten, die Leute hinter der Kamera. Also es war einfach natürlich jetzt schon irgendwie ungewöhnlich, weil bei einem Kinofilm trifft man sich für 3 Monate und geht wieder auseinander. Aber bei dieser Serie bleibt man ja im Kontakt und hält sich auf dem Laufenden über die Entwicklungen und trifft sich immer wieder. Und das ist jetzt schon ein bisschen auch traurig, dass es vorbei ist. Aber natürlich ist es schöner, das zu Ende zu erzählen, als zum Beispiel einfach abgesetzt zu werden oder irgendwie die Zuschauer hängen lassen zu müssen. Willst du schon sterben? Also das ist für mich ja eigentlich das Spannende überhaupt am seriellen Erzählen, dass man über viele Jahre etwas entwickelt. Also ich bin ja sonst eigentlich ein großer Fan des Kinos und der abgeschlossenen Geschichte. Endlos-Serien liegen mir auch gar nicht so, ne? Also ich finde, dass man schon auf einen Plan haben sollte und auf ein Finale sich hinentwickeln sollte für das, was mich an dem Erzählen reizt. Also ich habe nichts gegen Endlos-Serien, aber es interessiert mich einfach nicht. Also ich möchte einfach, ich finde, es entsteht eine gewisse Stringenz und auch ein Zwang, sich zu entscheiden, wenn man weiß, man hat nur einen gewissen Raum zur Verfügung und kann nicht und legt nicht die Serie darauf an, so einen unendlichen Konflikt immer weiter auszuarbeiten. Ich finde auch gerade diese 3 Staffeln eine perfekte Anzahl von, sage ich mal, Zeitraum, in dem du an einer Rolle arbeiten kannst, weil du eben diese Riesenentwicklung hast, aber es ist jetzt trotzdem auch nicht 20 Staffeln sind, die du drehst, sondern sehr präzise arbeiten kannst und sehr gut diese Entwicklung versuchen kannst darzustellen. Was machen die mit all den Gefangenen? Die haben wieder jemand gefangen genommen. Jemand aus Slöborn? Wie heißt ihr? Wer seid ihr? Es ist immer ein Abenteuer, Slöborn zu drehen. Es passiert unheimlich
viel, unheimlich schnell, auch jetzt in der dritten Staffel. Also das Team von Slowburn ist einfach über die 3 Jahre jetzt auch, oder nee, es waren ja mehrere Jahre über die 3 Staffeln, aber einfach so eine totale Familie geworden. Das ist so schön, wenn man wieder zurückkommt. Also nach 3 Staffeln, auch je nachdem, also ich war ja am Anfang gar nicht so viel dabei, aber trotzdem, man kennt jetzt irgendwie alle, es hat sich sehr familiär angefühlt, es war eine ganz schöne Stimmung, es war wahnsinnig, waren lange Tage und anstrengende Tage und volle Tage, vor allem auch fürs Team, aber irgendwie gab es eine Begeisterung, eine Euphorie, einen Zusammenhalt, es war wirklich eine sehr, sehr angenehme Arbeitsatmosphäre. Das Drehen mit meinen Kollegen war toll. Also dadurch, dass wir uns jetzt auch schon so lange kennen und jeder ist so seinen Weg gegangen. Und dann treffen wir uns immer zu diesen Dreharbeiten. Es ist toll. Es ist, also da sind wirklich Freundschaften entstanden. Und gerade in so Serien, in denen es auch viele Schauspieler gibt und viele Gruppen, ist das auch, das sieht man auch in der Kamera. Also würde ich jetzt behaupten. Also ich habe mich von Anfang an super aufgenommen gefühlt. Es gab da wirklich keine Schwierigkeiten. Ich habe mir zuvor auch immer Gedanken gemacht und habe mir überlegt, okay, wie wird denn das wo sein und was mache ich, wie, wenn, was. Aber es fängt schon damit an, dass ich dann aus Hamburg abgeholt worden bin und dann mit Adrian Grünewald nach Berlin gefahren bin, um dann auf Lea van Acken und Luna getroffen bin und wir eben diese Schleuseneinweisungen hatten und andere Sachen. Ich habe wirklich jeden irgendwie Step by Step kennenlernen dürfen und dann auch nochmal privat mehr kennenlernen dürfen. Genau, also wirklich, das war wie so ein Fluss. Also da war nie wirklich eine Blockade. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich der Neue bin oder dass ich irgendwie nicht dazugehöre. Es war wirklich sehr familiär. Ich habe mich gut aufgenommen gefühlt und das hat mir auch wirklich sehr viel Selbstbewusstsein gegeben und auch ein gutes Gefühl einfach allgemein im Spiel und der gesamten Zusammenarbeit und wirklich, ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Weil das ist, finde ich, so wichtig, weil wenn man da dann anfängt, irgendwie, ja, nee, wir kennen uns jetzt hier schon und andere nicht, also dann ist ja auch quatschig irgendwie. Also wir sind hier alle ja an einem Produkt dran und alle wollen, dass das irgendwie geil wird. Und ja, und deswegen freut mich das so, dass das auch geklappt hat. Und das habe ich auch so gefühlt. Also, das ist irgendwie, ja, okay, jemand ist vielleicht neu, aber auch nur so für 10 Minuten und dann ist die Person auch nicht mehr neu, dann kennt man sich und dann geht's auch los und das war, ja, das war schon toll. Hallo, Evelyn. Du und ich, wir werden versuchen, ein Heilmittel für die Taubengrippe zu entwickeln. Es war auch toll, das zu erleben, wie diese vor allen Dingen auch eher durch so Produktionsbeginn bedingt, diese Stammcrew, vor allen Dingen der Jugendlichen, wie die hauptsächlich vor Ort waren, also größere Zeitblöcke dort auch in der Produktion und im Team dort hatten und ich dann eher immer wieder reingestoßen bin. Mit mehreren Drehtagen, die aber sehr verteilt waren. Und ich zwischendurch dann, das war eine sehr abenteuerliche Drehzeit für mich. Und großer Dank gilt da auch der Produktion. Das finde ich eben toll, auch in solchen Arbeiten, wenn man im Hintergrund sehr mutige Menschen hat, die sehr gut im Dialog miteinander sind, dass sie sowas machen, mich da aus dem Theater nachts nach einer Vorstellung rüber zu karren. Dann in der Morgen ist man da, ist in der Maske, spielt das Ding und dann direkt nach dem Dreh geht es wieder zurück, weil abends wieder Vorstellung oder Probe im Theater und so ging das für mich die ganze Zeit hin und her. Das heißt, diese Dynamik von dieser Arbeit gehört mit für mich zu dem ganzen Slöborn-Team und Familiengeist. Und dazu erleben, wie diese Stammcrew oder die Jüngeren da immer mehr zusammengewachsen sind. Eben auch das Team, die stecken da alle so viel Liebe und Herzblut rein. Und Christian ist so ein toller Regisseur. Er ist jemand, der ist sehr, hat so einen sehr feinen und so einen Blick und so einen riesen Überblick vor allem für alles, was ich so total bewundere, weil er ja eben auch, er schreibt ja, er führt Regie, er macht die Kamera, und ist trotzdem so ganz ruhig dabei. Also das finde ich sehr, sehr besonders. Und er hat so ein wahnsinniges Vertrauen in die Menschen. Also wenn er mit einer Gruppe arbeitet, sei es jetzt mit der Crew oder auch mit uns Schauspielenden, er vertraut dann. Also dass jeder da seine Arbeit macht. Und dann will man natürlich auch diese Arbeit so gut machen. Also das bedingt sich so schön, weil man dieses Vertrauen bekommt und damit ja auch gut umgehen möchte.
Und ich finde, wenn man sich das mal vor Ort anguckt, wie Christian dreht, dann kriegt man echt ein Gefühl dafür, was Christian eigentlich für ein Typ ist, auch als Regisseur. Also er dreht ja viele Einstellungen und macht ja nicht nur eine Einstellung aus einer Perspektive, sondern er dreht ja wirklich viel. Und gerade auch deswegen, um viel zu sammeln. Er ist ja so ein Jäger und Sammler. Also für mich ist er eigentlich so ein Rock'n'Roller als Regisseur, der wie im Proberaum Session macht. Man hat immer das Gefühl, wenn er die Kamera in der Hand hat, dann macht er mit der Kamera Session. Es gibt zum Beispiel so eine Begebenheit, das war bei Dogs of Berlin, da haben sie mal so eine Prügelszene gedreht, so eine lange Sequenz. Und ich habe mal Christian beobachtet, wie er mit der B-Kamera, mit dem Rick irgendwie einen der Schauspieler verfolgt hat. Und die Szene war eigentlich schon zu Ende und der eine Darsteller ist aber immer noch aus dem Bild heraus weitergegangen. Und Christian ist immer noch mit der Kamera, immer noch hinterher. So. Und da hast du mal so gesehen, mit was für einer Haltung er dreht. Und er hat ja auch angefangen, selber die Kamera seiner Filme zu übernehmen, was ich großartig finde. Weil seine erste eigene, komplett eigene ständige Kameraarbeit war ja Freies Land. Und da gibt es Einstellungen, die finde ich so klasse, dass ich mir denke, das kann eigentlich nur jemand filmisch umsetzen, der Regie und Kamera zusammengeführt hat. Was teilweise die Herausforderung war, dass wir super wenig Zeit hatten für das, was wir gedreht haben. Und wir haben ja jetzt gerade auch in Staffel 3 wirklich auch sehr intensive Szenen einfach mit viel Aufwand, mit Kajaks und Fahrzeugen und Stunts und da. Also da passiert einfach super, super viel. Und das ist natürlich an sich schon eine Herausforderung, wenn man dann noch dazu wenig Zeit hat. Das ist halt so eine Doppelherausforderung. Aber das war irgendwie auch der Spaß, dass man bei Slowburn, und das passt irgendwie auch so ein bisschen total zu Ella, deswegen habe ich das jetzt Ella sehr genossen, wie so, man ist in so einem Tunnel. Man ist einfach so, man macht es jetzt und man kriegt es hin so. Und das konnte ich total gut für die Figur Ella auch benutzen. Was, wenn diese Männer sie nicht gehen lassen? Dann holen wir sie da raus. Das Schwierigste, ich musste wirklich sehr viel machen. Also ich musste schwimmen, ich musste mit Waffen schießen, ich musste irgendwie im Dreck rumkrabbeln, kämpfen. Aber das Schwierigste, was ich nicht gedacht hätte, ist Paddeln gewesen. Das habe ich leider echt unterschätzt. Ich dachte, ah cool, das kennt man ja noch von der Schule, ein bisschen rumpaddeln, weil es gibt eine Szene, da müssen wir paddeln und da habe ich wirklich... Dann die Herausforderungen, da gab es auf jeden Fall viele. Zum einen sei es, dass ich auch öfter mal krank gewesen bin und dass ich dann halt trotzdem gedreht habe, was mir aber auch beim Spiel geholfen hat teilweise, aber natürlich auch trotzdem echt ätzend war. Und so meine persönliche Herausforderung war, glaube ich, echt der letzte Drehtag. Das war ein Nachtdreh. Und da musste ich halt meine Schwester in der Szene vom Fuße des Berges den gesamten Berg hochtragen und wieder runter. Und wir haben natürlich mehrere Takes gemacht, aus mehreren Perspektiven gedreht. Und so nach 3 bis 4 Stunden war dann erstmal für sie Schluss, weil sie noch nicht 18 ist. Und dann kam ihr Double. Und dann wurde ich gefragt, ob ich ihr 18-jähriges Double tragen könnte, ob ich noch die Kraft dazu hätte. Und sie ist halt 18 und Wilma ist 13 gewesen. Das ist schon ein Unterschied vom Gewicht her. Aber ich war eh schon am Ende und dachte mir, was habe ich zu verlieren? Am Ende war ich dann froh, als es auch vorbei war. Aber es war dann schon echt hart, vor allem so mitten in der Nacht dann nochmal sowas dann machen zu müssen. Also ich kann da nur zustimmen zu allem. Ich meine, ich war in der zweiten Staffel, hatte ich halt die ganze Zeit diesen Bauch um. Das heißt, für mich war die zweite Staffel auch schon, sage ich mal, körperlich ganz schön anstrengend, einfach weil jede mögliche Action-Szene und alles, was wir machen mussten, ich halt immer diesen Bauch vorne hatte. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, fand ich jetzt trotzdem auch die dritte am anstrengendsten, weil ich natürlich auch das Baby hatte und wir hatten auch ein echtes Baby und ich habe sehr, sehr unterschätzt, wie schwer so ein Baby ist, wenn man das den ganzen Tag vorne in so einem... ich weiß nicht, wie es heißt, Babybjörn oder so trägt. Und das war wirklich, also da habe ich kurz überlegt, ich warte noch ein paar Jahre, bis ich Mutter werde. Aber ich muss auch sagen, also die dritte Staffel, weil wir hatten ja viele gleiche Leute vom Team, auch von den anderen Staffeln, aber nochmal ein paar, glaube ich, 2, 3 neue Leute, die aber eine sehr wichtige und tolle Dynamik in das Team gebracht haben. Also es war auch mit Abstand mein Lieblingsteam jetzt von der dritten Staffel. Und
auch, wie gesagt, ich war so dankbar, nochmal auch sehr viele Gruppenszenen zu haben, weil ich in der zweiten Staffel auch viel mit den Brüdern alleine war und viel alleine gedreht habe und hauptsächlich vielleicht noch mit Herm, also Adrian. Und jetzt in der dritten Staffel war es eben richtig toll, dass man so diese Gruppenszenen hatte. Und das waren so tolle Drehtage und auch sehr emotional, weil man irgendwie eben wusste, dass das jetzt vorbei ist. Und ich weiß auch noch, dass ich echt in der dritten Staffel auch früh aufgewacht bin und eigentlich nicht wollte, dass dieser Tag irgendwie zu Ende geht, weil es echt schöne, also den ganzen Sommer haben wir ja da so in Polen auch verbracht oder Anfang Sommer. Und das war wirklich wie so eine riesen Klassenfahrt nochmal mit allen Menschen, die man jetzt eben schon auch sehr lange kennt. Das war sehr schön. Wir wissen nicht, wo Mama ist. Wir müssen sie suchen. Ganz toll da auch zum Beispiel die Begegnung mit Alexander Scheer. Gibt es, das kann ich soweit dann vielleicht so anteasern, ohne irgendwas zu verraten, eine sehr schöne Schlussbegegnung, die wir als erstes drehten. Und Alexander und ich, wir kennen uns schon so aus dem Theaterkontext, aber so direkt haben wir noch nie miteinander gearbeitet. Und das war so für mich sehr schön. Ich weiß nicht, wie es für ihn war. Ich glaube, über die ganze Probenzeit mit Ole Lagerpusch und mit Nils sowieso und mit Alexander waren es immer wieder schöne Begegnungen. Und jetzt wurden wir aus unseren Trailern geholt zu dem Drehort, wo wir uns jetzt begegnen sollten. Und das war ja schon auf dem Weg zu dem Set, merkten wir so, dass es so ein Abtasten, Spannungsaufbau gab für die Szene, die dann kommen wird, die ich nicht verraten werde. Für die Begegnung dann vor der Kamera. Und ich glaube, ich habe dann das Eis brechen können, falls es da überhaupt was zu brechen gab. Es war so eine schöne Erinnerung dann, dass ich sagte, Heat. Die berühmte Szene zwischen Al Pacino und Robert De Niro, ohne uns da vergleichen zu wollen. Aber er musste dann gleich lachen, weil er sofort wusste, was ich meine. Und dann konnten wir, das war toll irgendwie, sofort so zusammen auch in den schauspielerischen Nahkontakt, Engkontakt da gehen. Und das ist für mich auch Slöber. Ich schätze, weniger als 1 Milliarde Menschen sind übrig. Slöborn wurde über die bisherigen beiden Staffeln immer wieder hoch gelobt. Für die Besetzung, Regie, die herausstechende Kameraarbeit, aber gerade auch für den Soundtrack, der sogar für den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurde. Komponiert wurde die musikalische Untermalung von Christoph Schauer und Max Vilges, die ich im Interview gefragt habe, wie sie den Soundtrack komponiert haben. Wir machen das immer sehr gerne so, dass wir weit vor dem Dreh mit der Filmmusik schon einsteigen. Das heißt also, wir bekommen ja, sagen wir mal, in der Projektvorbereitungsphase in der Regel ja ein Drehbuch zugeschickt, führen ja auch Gespräche mit den Verantwortlichen des Filmprojekts, also mit der Regie, mit den Produzenten und machen uns dann erstmal ein Bild, ein eigenes, wie wir uns visuell im besten Fall das Projekt vorstellen. Und dann fangen wir an, mit diesen Infos und mit dem Drehbuch nur fast eine Vorproduktion zu machen und Tracks, Ideen, Sounds zu finden, die wir dann in Schnitt reingeben, weil ja parallel zum Dreh auch schon geschnitten wird. Und daraus entwickelt sich dann im Idealfall nach und nach in der Schnittphase und Postproduktionsphase die Filmmusik zum Film. Der allererste Grundgedanke, den Christoph und ich damals hatten, war der, dass man der Hauptdarstellerin, also der Evelyn, sowas wie eine innere Stimme verleiht irgendwie. Und da lag die Idee dann nahe, auch eine Frauenstimme zu nehmen. Und die Sängerin, die Victoria, das ist eine Kollegin und Freundin schon ganz lange von Christoph gewesen, die Christoph halt eben auch schon lange kannte. Und so ist diese Idee entstanden, dann sozusagen, der Evelyn sozusagen so eine innere Stimme zu verleihen. Und das ist dann aber auch, muss man auch ganz klar dazu sagen, durch die enge Zusammenarbeit mit Christian und auch durch die enge Zusammenarbeit mit Marc, also mit dem Editor, so ein bisschen auch zu so einem Leitthema der ganzen Serie geworden. So. Man muss dazu sagen, das war jetzt
nicht von vornherein durchgeplant, dass das so sein soll, sondern wie es oft bei solchen Ideen sind, die kommen so spontan und dann probiert man was aus. Und da war es halt auch so, dass wir den Studio eingeladen haben und dann haben wir zu bestimmten Tönen einfach mit ihr diese, also ganz unterschiedliche Phrasen von Stimmen von ihr aufgenommen. Und da hat sich dann dieser eine Schnipsel ergeben, diese eine Sequenz. Und daraus haben wir dann einen Track gemacht, das als Vorproduktion den Schnitt gegeben und es hat sofort geknallt. Es war sofort klar, das Ding hat die Atmosphäre, die es braucht. Und man sieht es ja auch in der ersten Staffel, bei den ersten Bildern kommt ja das Thema rein. Das hat sofort eine Wirkung entfaltet und taucht auch immer wieder in der Serie in Variationen stimmlich auf. Also es war wirklich glückliche Fügung der kreativen Arbeit, würde ich das nennen. 60 Millionen Deutsche sind tot. Die Chance, dass dein Vater einer von ihnen ist, ist signifikant hoch. Dass die gesamte Serie, in dieser ganzen Serie steckt ja immer eine innere und äußere Unruhe. Also da passiert ja ständig was im Inneren der Protagonistinnen und im Äußeren immer ständig was in der Geschichte. Das heißt also, es sind ja immer Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte, Konflikte mit der Situation, aus der Situation heraus. Also es ist ja immer so, dass auf den unterschiedlichen Feldern der Serie immer irgendwas passiert, was Eskalationspotenzial hat. Und ein Teil des Scores sollte das halt auch im Idealfall featuren oder gefeatured haben und Bewegung reinbringen. Und sozusagen, man muss sich das dann ein bisschen so wie auf so einem großen Segelboot vorstellen mit mehreren Masten und Segeln. Und wir sind halt so ein Segel, was sozusagen die ganze Zeit mit reinpustet, damit das ganze Schiff irgendwie dahin fährt, wo es hinfahren soll. In dem Fall ist es halt die Serie. Und im Idealfall hat Filmmusik, auch hier war es Logon, genau diese Funktion, nämlich den Gesamtzusammenhang der Serie zu featuren, aber auch die einzelnen Bereiche der Szenen. Und das ist natürlich schön, wenn eine langjährige Zusammenarbeit zwischen Christian Albert und Marc Hofmeister als Editor, Christian als Regisseur und uns als Komponistenteam, dass wir das nach und nach entwickeln und weiterentwickeln können. Und ich glaube, durch so eine Art der Zusammenarbeit, die ja gewachsen ist, entsteht dann auch so Raum für so eine Art Scoring. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir in so einer Konstellation vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Die Volksverräter werden nie wieder an die Macht kommen. Es wird an der einen oder anderen Stelle durchaus auch, also sowohl musikalisch als auch dramaturgisch emotionaler. Wir sehen Orte, die wir vorher nicht unbedingt gesehen haben. Ja. Das hört man auch in der Musik. Also das ist das, was ich auch eben meinte, dass die Musik sich auch wirklich ganz klar mit weiterentwickelt hat und sowohl räumlich als auch örtlich, als auch visuell und dramaturgisch. Es wird, wie gesagt, in verschiedene Richtungen emotionaler, ohne das jetzt zu deuten, weil dann würde man, glaube ich, zu viel verraten, um was es geht. Aber das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zu den ersten beiden Staffeln, würde ich sagen. Also ich würde da genau und ich würde noch ergänzen wollen, wir rocken uns richtig durch Stimmungsbilder, Ja. die wandern zwischen Aufbruch, Endzeit, Dystopie, Hoffnung, Verzweiflung, Aggression. Und das hat, wenn man sich diese Begriffe vorstellt, das hat so eine wahnsinnige Dynamik. Und das haben wir versucht, auch in der dritten Staffel musikalisch umzusetzen. Wir sind zum Beispiel zu einem Ort gefahren, der sehr dystopisch war. Da haben wir Sounds aufgenommen mit ganz viel Beton und Stahl und Schrott und so und haben daraus Sounds gemacht, die wir versucht haben, mit auch in den Score einzubauen, weil wir das dachten, das wäre auch ein Thema für die Serie. Und ich glaube, dass alle, die sich die dritte Staffel anschauen wollen, die können sich echt freuen auf ein wahnsinnig fettes, brettes Finale. In der dritten Staffel wird es natürlich einige bekannte Gesichter geben, aber auch ein paar neue, wie unter anderem Arjan Dietz und seine jüngere Schwester Lina, die neu eingeführt werden. Arjan Dietz ist auf jeden Fall in erster Linie ein
guter Kerl, also keiner, der irgendwie jemandem was böse will. Und werden dann halt wirklich nur dann den Leuten, die ihm oder den Leuten, die der, oder die ihm wichtig sind, was antut, wie zum Beispiel seiner Schwester oder sei es seine Gruppenmitglieder dann im weiteren Verlauf der Geschichte. Der wirkt vielleicht auch manchmal etwas stumpf und trocken, hat vielleicht auch mal ein paar Sprüche auf Lager, die vielleicht etwas unsensibel rüberkommen könnten, wenn er damit Evelyn spricht oder mit jemand anderem, die aber gar nicht so böse gemeint sind. Der ist einfach ehrlich und direkt. Der hat auch Führerqualitäten, also wirklich so Teamplayer, dass er wirklich diese eine Gruppe auch leiten und führen kann und eben auch einfach seinen Senf dazu gibt, aber auch nur dann, wenn es wirklich wichtig und entscheidend ist. Ansonsten kannst du mit ihm natürlich auch Spaß haben, aber ich glaube, der ist auch einfach aufgrund von dem, was er erlebt hat, schon bevor er auf Evelyn und Co. getroffen ist, sehr traumatisiert und ist schon so ein bisschen so, ja, halt einfach abgestumpft und so ein bisschen auch in sich gekehrt. Und lässt auch, glaube ich, dann nur Schmerz zu oder zeigt seinen Schmerz den Leuten, denen er wirklich vertraut oder wo er sagt, okay, da ist es mir jetzt völlig egal, was du von mir denkst. Also das ist jetzt keine klassische Brüder-Schwester-Liebe, wo es vielleicht auch mal Schreitereien gibt. Also natürlich kann das in der Vergangenheit mal gewesen sein, im normalen Alltag, aber in der Zeit mit der ganzen Apokalypse und all dem, was passiert, sind die auf jeden Fall so. Der sorgt sich auch immer um sie und tut alles daran, dass sie überlebt, dass es ihr gut geht und dass sie bei ihm ist und wenn sie mal nicht bei ihm ist, dass er auf jeden Fall sicher gehen will, dass sie bei einer Person ist, der er vertrauen kann. Genau, also deine Schwester ist auf jeden Fall Nummer 1 Priorität und ich glaube, der wird auf jeden Fall auch sein Leben für sie geben. Evelyn, ja, auf jeden Fall auch, die schweißen dick zusammen über die Zeit, vor allem die Zeit, die sie zusammen im Gefängnis verbringen, das macht schon was mit einem. Ich glaube, Evelyn ist auch so ein gewisser Anhaltspunkt für ihn, auch innerhalb der Gruppe und im Allgemeinen. Und ja, die verstehen sich natürlich auch gut und werden da ziemlich gute Freunde über die gesamte Zeit. Also ich habe mich erstmal grundsätzlich auch sehr gefreut, weil es natürlich auch immer spannend ist, einmal Dynamiken zu sehen zu Charakteren, die man halt eben schon kennt. Und eben auch zu neuen Leuten. Und ich glaube aber, dass natürlich trotzdem, so wie man Evelyn auch kennt, sie kein Mensch ist, der direkt allen vertraut und ja auch daraus gelernt hat, dass sie das auf keinen Fall machen darf. Aber gerade in der Situation, was sie jetzt ja noch nicht so viel verraten will, wo sie eben Ariane Hadid kennenlernt, da entsteht direkt eine Bindung, die die beiden haben und was die beiden eben auch, sag ich mal, zusammenführt. Und dadurch ist direkt da auch eine sehr starke Vertrauensbasis da. Und ich glaube, da ist, also wie gesagt, in der Staffel ist Evelyn mittlerweile halt nicht mehr so ein Einzelgänger, sondern ist sehr dankbar dafür, wenn sie vielleicht irgendwie noch Leute hat, die ihr zusammenhelfen und sie dann halt mit ihrer Willenskraft trotzdem Dinge auch umsetzen kann. Aber deswegen ist da, glaube ich, auch von Anfang an mit Ariane Hadid eine enge Freundschaft entstanden. Doch neben den neuen Figuren um Ariane Hadid gibt es natürlich auch noch einige bekannte Figuren, die wir jedoch etwas in den apokalyptischen Ereignissen der zweiten Staffel aus den Augen verloren haben, die sich nicht wie Evelyn Kern im dramatischen Staffelfinale der ersten Staffel den Evakuierungsmaßnahmen widersetzt haben. Was ist aus ihnen passiert in all der Zeit, in der wir sie nicht gesehen haben? Werden wir sie wiedersehen? Werden wir beispielsweise Yvonne Brecht wiedersehen? Yvonne ist die beste Freundin von Evelyn. Die beiden kennen sich wahrscheinlich, also die leben ja alle halt seit Ewigkeiten, seit sie geboren sind auf dieser Insel. Ich habe mir dann auch immer so gedacht, die kennen sich, die sind ja wahrscheinlich irgendwie ein paar Monate auseinander geboren und haben dann schon miteinander gespielt und also sind einfach so eine riesen, dolle Freundschaft. Und Yvonne ist in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen, also in so einer freikirchlichen Gemeinde. Die sind immer aufs Festland gefahren, weil es gibt die Gemeinde auf Slöborn gar nicht. Und ist da sehr verankert in diesem Glauben und auch so immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen diesem strengen Elternhaus, aber auch irgendwie Party machen mit Freunden und so Grenzen austesten und so erstes verliebt sein und irgendwie Quatsch machen und trotzdem so eine Ernsthaftigkeit in allem. Dann ja, kam ja auch viel so Schuldgefühle auf. Was ist, weil wir haben ja für den Weltuntergang gebetet, was ist, wenn das ist, wofür wir gebetet haben,
das ist so irgendwie so der Grundcharakter Yvonne. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass sie Menschen gefunden hat, die ihr gut tun, dass sie irgendwie in dieser ganzen, in diesem ganzen Chaos irgendwie so ein so Felsen in der Brandung gefunden hat oder vielleicht selber irgendwie ein Fels für Leute sein konnte. Weil sie hat ja schon sehr viel zu geben, also sehr viel Herz zu geben. Das würde ich mir total wünschen. Irgendwie inneren Frieden, das würde ich ihr wünschen. Und ich würde mir so sehr für Yvonne wünschen, dass sie die Chance hat, nochmal jugendlich zu sein, also Jugendliche zu sein oder kindlich, Kind-Jugendliche zu sein und so Grenzen testen kann, irgendwie leichtsinnig sein darf, Quatsch machen darf und so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit abstreifen darf. Das würde ich mir sehr wünschen für Yvonne. Aber ja, wer weiß. Was hat jetzt irgendwie diese ganze Pandemie mit ihr gemacht? Welche Sachen musste sie tun? Man weiß ja, sie ist ja weggefahren in der ersten Staffel, hat sich nicht Herm und Evelyn angeschlossen, um auf der Insel zu bleiben, sondern hat so diesen anderen Weg gewählt. Und ja, was ist da los? Was ist passiert? Eines ist klar, die dritte Staffel wird die Antwort darauf geben, wie es um Yvonne steht, wie es um noch so viele andere steht. Doch bevor es mit der dritten Staffel losgeht, sagen noch zum Abschluss Cast und Crew, weshalb man die dritte Staffel Slöborn einfach ansehen muss. Also, was wir erwarten können, ist auf jeden Fall nochmal sehr viel Action. Der Fokus erweitert sich in der dritten Staffel so ein bisschen. Wir verlassen die Figuren ja in dem Moment, in dem sie Slöborn und diesen Mikrokosmos vor allem verlassen. Und auf einmal werden sie jetzt in der dritten Staffel konfrontiert mit dem, wie es auf dem Festland aussieht und mit anderen Perspektiven. Sie treffen auf einmal auf andere Menschen und sind nicht mehr so in dieser Kapsel drin. Ja, und dann schließt sich eben diese Frage an, die wir vorhin schon angesprochen haben: Wie geht es jetzt weiter und vor allem, ja, wie kommen wir aus dieser Situation heraus? Was möchten wir jetzt aufbauen? Wohin wollen wir zurück? Was wollen wir überhaupt wiederholen? Was wollen wir wieder aufbauen, was nicht? Sondern bleibt man jetzt an dem Ort, wo man vielleicht als Charakter angekommen ist? In den Strukturen, in denen man angekommen ist, ist man mit denen glücklich? Oder möchte man doch wieder raus in die weite Welt? Möchte man sehen, wie geht es anderen, wo sind die, wie sieht die Welt da draußen aus? Und so ein bisschen dieses Realitäten, die aufeinander zukommen. Und es geht auch so darum, ob die Strukturen, die man sich jetzt vielleicht wieder aufgebaut hat, ob die eigentlich so gut sind und unter welchen Umständen diese gut sind und ob man diese auch hinterfragen möchte und hinterfragen muss auch teilweise. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr mutig ist, also dass viele Entscheidungen auch mutig sind. Und man wird sich wieder auf ein Ensemble freuen können, in dem jeder irgendwie eigene Glanzmomente hat, aber es im Grunde einfach eine Gruppe ist, ein Ensemble ist, egal ob man zusammenspielt oder nicht zusammenspielt, die gemeinsam da was gemacht haben. Und deswegen sollte man einfach einschalten. Und natürlich, um viele Fragen zu klären. Und was ist passiert? Was kann passieren? Was wird passieren? Also unbedingt einschalten. Ich mach's auf jeden Fall. Was ich noch sagen will, ist, die Perspektive, die war ja auch schon in der ersten, wo es noch den Kontakt gab, war ja relativ streng mit den Figuren. Wir haben nie ins Kanzleramt oder irgendeinen Krisenstab oder irgendwo hingeschnitten, weil mich das interessiert hat, wie sich das für mich anfühlen würde, wenn sowas passiert. Nicht für einen Politiker oder einen Verantwortlichen, sondern für mich, der sich verlassen muss auf das, was Medien, Twitter, Reporter und so weiter dir erzählen. Und das haben wir natürlich beibehalten. Das heißt, wir gehen jetzt zwar in die große, weite Welt hinaus, aber nach wie vor nicht, sind wir nicht bei den neuen Regierungen oder bei den neuen Generälen oder bei irgendwelchen Leuten, die
die was zu entscheiden haben, sondern wir sind nach wie vor bei unseren Familien und unseren Figuren, die wir kennen und lieben. Und da kommen jetzt keine neuen Perspektiven hinzu, sondern nur neue Möglichkeiten für diese Figuren, sich zu informieren. Und mit dieser Information, die die Figuren bekommen, die auch manchmal nicht stimmen muss, informieren wir uns. Und wir haben uns ja immer dafür entschieden, diese Unsicherheit, die man hat, soll man dem jetzt glauben, soll man das jetzt glauben, die existiert ja real für uns auch im wirklichen politischen Geschehen. Und das behalten wir auch bei, weil das für mich eine der großen Fragen des 21. Jahrhunderts ist. Wie lernen wir einfach jetzt, wo Information so leicht zu fälschen ist, worauf vertrauen wir, wie entscheiden wir, wem wir unser moralisches Urteil geben und so weiter. Also es ist ja auch gerade wieder extrem durch die Entwicklungen jetzt im Gazastreifen ein Riesenthema. Ne? Also ich glaube, dass wieder auch der dritten Staffel gelungen ist, so einen aktuellen Bezug zu haben. Also es ist tatsächlich natürlich metaphorisch der aktuelle Bezug, weil wir in einer anderen Welt sind, aber uns ist dann schon aufgefallen, wir haben es gar nicht extra angestrebt, aber uns ist jetzt aufgefallen, dass wieder mal so wie bei der ersten Staffel mit der Pandemie, diesmal mit der Frage Generationengerechtigkeit zum Beispiel Themen in die Staffel reingekommen sind, unbeabsichtigt, die jetzt gerade brandaktuell sind. Das ist jetzt einfach mega krass. Ich war davor selber schon ein Riesenfan davon, das will es auch immer noch sein, auch wenn ich nicht dabei wäre. Es sind unglaublich viele Spannungsfaktoren dabei, Wendepunkte, Fragen werden beantwortet. Es wird traurig sein, es wird krass sein, es wird aufregend sein, es wird schön sein, es wird einfach lustig sein. Man wird Leute wiedersehen, man wird bestimmte Verbindungen sehen und ich glaube, ich sage mal lieber nicht zu viel. Genau, aber es wird einfach sehr schön werden. Wirklich eine schöne Geschichte und man kann auch, glaube ich, Dinge mitnehmen und lernen und auch nochmal vergleichen, okay, was von all dem, was wir jetzt hier in der Serie sehen, stimmt vielleicht überein mit dem, was wir aktuell im Alltag haben, im realen Leben und wie wird das gehen und gibt es da Vergleiche, gibt es da Veränderungen, kann man da sich irgendwas raus entnehmen? Genau. Ich finde, dass diese letzten 6 Folgen wahrscheinlich die besten von allen werden. Ich glaube, dass das wahnsinnig spannend ist, nachdem in der zweiten Staffel diese Apokalypse ausgebrochen ist und jeder irgendwie so ein bisschen lost war und wie geht es jetzt weiter? Gibt es Leben? Wie viel Leben gibt es so? Hat sich jeder so ein bisschen eingependelt in irgendeine Form von neuem Zusammenleben. Und es gibt so verschiedene Entwürfe von verschiedenen kleinen Mini-Gesellschaften, die es irgendwie geschafft haben, sich neu aufzubauen. Die meisten basieren in irgendeiner Form auf irgendeinem Zusammenhalt. Aber automatisch entsteht dann, sobald natürlich diese Überlebensfrage so ein bisschen grundlegend geklärt ist, so ein Machtkampf, so eine Machtkonkurrenz. Wer hat hier was zu sagen und warum? Und wie sehen die anderen Lebensentwürfe von anderen kleinen Gesellschaften aus? Was ist daran besser? Was ist gut? Was ist böse? So diese Kämpfe dazwischen finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass das viel zum Denken anregt und gleichzeitig aber auch sehr entertaining ist. Und ich glaube, es wird spannend sein, wieder sehr viel Action zu sehen und gleichzeitig aber auch eine emotionale Nahbarkeit irgendwie so durchgehend wiederzufinden. Deswegen glaube ich, sollte man sich das unbedingt angucken. Mit dieser enormen Kraft von persönlichem Verlust, Schmerz und was aus diesen ganzen Konfrontationsstellungen und Aggressionsstellungen für Tragödien, Kämpfe, Nähen, Aufbrüche entstehen. Das ist alles in der dritten Staffel drin. Da kommt die ganze Welt nochmal so richtig, also Slöborn-Welt, richtig in Bewegung und in Vollkontakt, sowohl miteinander als auch mit sich. Die dritte Staffel steht jetzt auch nochmal so ein bisschen unter diesem Motto alles oder nichts. Also jeder ist jetzt irgendwie nochmal, sammelt nochmal so seine letzten Kräfte zusammen, um irgendwie diese Situation zu lösen und meistern. Und ich glaube, es ist einfach unfassbar schön, jetzt nochmal diese dritte Staffel zu haben als Abschied. Und gerade wenn man die ersten beiden Staffeln gesehen hat, ist es, glaube ich, einfach super wichtig, dass man jetzt nochmal so als Abschluss die dritte sieht und das so ein zusammenfügendes Ende ist, was wir uns alle erhofft haben und eine tolle Geschichte, die jetzt leider zu Ende geht.
Und ich glaube, dass wenn man noch mal Lust hat auf fast noch mal mehr Action als alle Staffeln zusammen, dann ist Staffel 3 auf jeden Fall die Staffel to watch. Genieß den Frieden, solange er noch da ist. Wir haben Regeln! Was soll das euch da draußen wert? Es gibt keine Scheißpolizei, es gibt keinen Richter, es gibt keinen Gott, es gibt nichts! Vor uns, da liegt Wahnsinn. Ah! Ich glaube, nein, das sind natürlich Spinnereien, aber gerade wenn man über die Figur des Eriks danach denkt, da ist noch was drin. Naja, also ich glaube tatsächlich, dass es die finale Staffel ist, aber wer weiß, vielleicht Erik den Wikinger irgendwie neu weiter. Ja. Oder so. Keine Ahnung. Noch eine Ablegerserie wäre ich auf jeden Fall bereit. Ja, genau.